Kommt zu uns ins Museum Vogtturm in Zell am See und löst die Rätsel über unsere Vergangenheit. Schon der Turm selber, der mitten im Zentrum der Pinzgauer Bezirkshauptstadt steht, ist ein geschichtliches Rätsel. Es ist eines der großen Geheimnisse in der Salzburger Architekturgeschichte, wer diesen Turm errichten ließ und warum. Vielleicht ist er von einem lokalen Adelsgeschlecht errichtet worden, um hier einen alten Handelsweg zu kontrollieren. Vielleicht war er aber auch ein Fluchtturm für das kleine Kloster, die Mönchszelle, von der auch der Name Zell am See stammt. Ausgesprochen rätselhaft ist auch unsere Medusenpfanne, eine römische Bronzeschale mit dem Kopf eines rätselhaften antiken Wesens. Das Museum zeigt die Geschichte von Zell am See, von den ältesten Spuren menschlicher Besiedelung bis zur Wirtschafts- und Tourismusregion. Damit in Verbindung steht auch die große Bedeutung unserer Gegend als Motiv in der Malerei. Die Malerei hat ja den Ruhm begründet dieses Ortes. Und das ist eben das Wichtige, die wichtige Aufgabe des Museums, nicht nur Wissen festzuhalten, nicht nur wertvolle Objekte für die Zukunft zu sichern, sondern auch jedermann zugänglich zu machen.